Müssen wir jetzt einfach Wölfe finden, oder? Ah, genau, Pathologie, ja. Dankeschön, Anoka. Und Dankeschön, Google. Aber. LOL! Alter! Siri ist komplett OP! Aber sie kann kein Zeichen. Alter Vater, ey. Einfach hier super Monster, super durch die Gegend geswitchet, slide, was auch immer. Wen hat mich denn das erinnert? Ich weiß es nicht. Zumindest sah es ultra geil aus. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder, manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Weges gibt es genug zu essen. Wie alt ist denn Siri jetzt eigentlich hier? Ich könnte echt nicht sagen. Stimmt! Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Ja, geh du voran durch die Höhle, kleines Mädchen. Hast ach, du Angst? Wo? Und du? Nein. Oh, was nun? Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Ganz gechillt. Autsch! Und Kopf ab! Da holt er der Kopf. Easy. Das ohne Silberschwert, Leute. Mann, dem hast du's aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka! Du kannst rauskommen. Na komm! Das ist noch alles Werwölfe. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug irgendwie ist sie gruselig, die Kleine. Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch... Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na, mal sehen. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Die guckt voll creepy, die Gretka. So übel angepisst, warum ich nicht gestorben bin. Gegen den Werwolf. So guckt die. Nördliches Temerien, eine Stunde später. Erstmal schön spachteln. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter.
Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt! Ich kenn doch mein Kind! Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Die essen gar nichts. Na, schmeckt der Eintopf? Die essen Eintopf mit den Händen. Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. So, und zu Geralt. Geralt ist gerade bei dem Typen da. Und das hier ist quasi so ein Rückblick. Weil Ciri war halt ja auch da, offensichtlich. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Bitte, F. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Stimmt, haben wir ja gesehen. Auf Hier den Plakaten. Ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Ja, dem Typen hier. Mein Wort darauf. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss erst mal wissen, wie sie aussehen. Tamara, meine Tochter, ist im Frühling 19 geworden. Schlankes Mädchen, reicht mir bis an die Schultern. Schöne Augen, grün wie die ihrer Mutter. Meine Frau Anna hat 40 Winter gesehen, was sie nie zugeben würde. Dunkles Haar, dick wie Teer. Sie trägt es als Knoten. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer getan hätte, läge schon lange im Staub. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Das sind bestimmt Werwölfe, Leute. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut, aber ich gehe mit.
Die Türen sind ohnehin verschlossen. Na dann gehen wir mal. An irgendwen erinnert der Typ mich da. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Kleiner Pisser. Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Okay. So, was haben wir denn hier? Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Detective Geralt meldet sich zum Dienst. Oh. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Ach so, das Bild. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Okay, ich sehe auch fast nichts auf dem Bild. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Ein Schrank. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. So, und der Schrank? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Okay. Oh. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Das sind doch Krallen, das sind doch... Ich meine, wozu haben wir sonst gerade auch das mit Ciri, mit dem Werwolf und so? Das war doch voll die Introduction zu der Werwolf-Problematik jetzt hier. Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Okay. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Tja. Geh mir aus den Augen. Alter Junge, was willst du? Denkst du, du bist cool mit deiner Supernase da? Ey, guck dir die an, deine Riesennase. Lappen. Der pfeift erstmal. Suche beendet. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Hervelus? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht
war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Okay, na dann suchen wir den Typen doch mal auf. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Spiele sind der Hammer. Jetzt soll er Geister sehen und Ziegenvögel. Oh Mann, oh Mann. So, aber ich will eigentlich erstmal meine... Moine. Da hinten ist er, alles klar. Genau, Alucard. Warte mal, ich meditiere mal bis morgens. Dann baue ich mal meine Rüstung wieder. Zack. Nach dem Putzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Was zum? Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpel ist beschossen. Was labern die? Der muss ja ein dickes Ei. Hüpf. Und du? Halt jetzt das Maul. Was machst du da? Das wird ein neues Modell aus zwei Teilen. Das ist nur schon wieder in dich gefahren. Wart doch mal ab. Ich brauche sie nur mit Nieten zu verbinden und lose zu klammern. Dann können sich die Teile frei bewegen. Okay, ist das die Schmiedin? Was kann ich für dich tun? Oh, die kann Quint spielen. Das würde ich eigentlich auch gerne nochmal spielen. Aber mal sehen, was kannst du empfehlen? Kann ich bei der jetzt nichts reparieren? Leb wohl. Wie kann ich helfen? Ist das der Schmied dann vielleicht? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Ja, der kann reparieren. Okay, sehr gut. Warte mal, achso, das ist mein Stahlschwert, das kaputt ist, alles klar. Gut. Leb wohl. Da drüben ist ein Waffenschmied. Da würde ich gerne auch nochmal hingehen. Hä? Hey! Ist der da oben? Ich guck mal. Weil ich habe ja diesen Plan von dem Silberschwert gefunden und ich möchte eigentlich mal gucken. Ne, der ist da unten. Wo ich das schmieden kann und was ich dafür brauche. Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja was. Mach doch. Langeweile? Klar, immer.
Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt andauernd. Okay, hier wäre ich nicht fündig. So, wo geht's hier raus? Da lang. So. Bitte. Geht's hier doch nicht raus? Achso, hier ist nur dieser Dingsbums. Dieser Brunnen. Lol. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlen haben. Diese Typen, ey. Das sind alles so bezaubernde Leute, ey. Ihm fehlt das linke Ohr. Stimmt so. Vor allem ist er ein Rüstungsschmied, ne? Und kloppt da gerade aus einem Schwert rum. Gut, was soll er machen? Warum nicht? Wo sind nicht Plätze? Da. Plötze, das super Jump-Pferd. Don't know. Ich weiß nicht, ob Beatnix noch da ist. Hat jemand vorbeigeschaut? Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Hallo, da liegt die Klippe. Mensch. Ja, fahr vernünftig. So, hier ab durch die Wälder. Oh, hi. Oh. Welcher ist der Armbrust-Spasti? Was? Hexerei? Stirb doch, du Sack! Na dann mach mal. Weg! Er ist in den Arm ab! Naja, das ist gibt Boni. Verbrenne. Verdammt! Ich wollte kontern. Zack! Einmal den Kopf abgeschlagen, ey. Da hat Geralt. Der macht vor nichts halt. Na, das stimmt ja nicht, die haben ja angegriffen, ja. Die standen ja da rum und haben hier einen auf krasse Boys gemacht. Muss man ja mal dazu sagen. Das muss man ja mal dazu sagen, ne? So, ich werde die da mal noch looten. Looten! Leute, was rollt hier rum? Ist das der Kopf? Ja, das sieht doch nach einem Kopf aus. Und der rollt. Und der rollt. Und der rollt.